So, Tag 6 in der Battle Villa. So langsam kommen wir ans Ziel. Langsam, langsam, Schneckentempo. So sieht auf jeden Fall mein Team aus. Wir gehen rein. Svenja sollte ja, glaube ich, so gut wie tot sein. Hoffentlich. Ich hoffe, da kommt jetzt auch irgendwie keine ekligen RNGs noch dazu. Könntest du sie killen? Bitte kill sie, Crit. So viel unnötiger Schaden, Alter. So viel unnötiger Schaden. Danke. So viel unnötiger Schaden wieder. Na egal. So. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auch geschafft. Jetzt gehen wir gegen Kevin an. Ich würde sagen, dass das Team so bleibt. Das Einzige, was halt eklig ist, ja, die erste Reihe ist halt speziell, der Rest ist physisch. Ja, Psychomega mit Psychokinese, links das Dingens-Pokémon, ich glaube, das kann auch Psychokinese oder Psystrahl. Und rechts Boink, keine Ahnung, was das kann. Wahrscheinlich auch physisch oder so. Aber mein Plan hier ist vielleicht sogar, dass ich in der Mitte durchbürste und zu guter Letzt die äußeren mache. Weil jetzt so auf dem Blatt sieht das so aus, als ob die allererste Reihe, also links, ich habe den Namen vergessen, aber ihr wisst, welches Mon ich meine, in der allerersten Reihe links und rechts, ich glaube, das ist Boink, die sehen nicht so strong aus. Ich könnte mich natürlich täuschen. Aber Raichu und Medite war das, glaube ich, sehen schon viel strong aus. Vor allem Meistergriff und Hariyama, die sehen, ja, ne? Glaube ich, lass das so. Ich glaube, ich nuke in der Mitte durch. Ja, ich glaube, das ist mein Plan. Für mich stellt sich jetzt nur noch die Frage, möchte ich Glaciola haben? Ach, schon wieder Glaciola. Bruder, warum sage ich mal Glaciola? Fernentor. Oder will ich doch Pikachu mitnehmen als richtige Heilung? Oder vielleicht sogar Swarovski, weil die Defensive buffen kann. Boah, es ist immer so schwer zu entscheiden. Vor allem, da ich jetzt, ja, ich gehe ja blind rein und ich resette ja auch nicht. Vor allem haben wir halt so viel Schaden kassiert, ne? Das war halt mega unlucky. Hätte Mewtwo einfach von Anfang an gecrittet. Ach, wisst ihr was? Komm, no balls. No balls, wenn wir gewechselt hätten. Wir gehen mit Eiern rein. So, komm schon her, bla bla bla. Wie läuft's denn? Schüttel es ab, bla bla bla. Okay. Die Musik in der Battle Villa, ne? Die ist so sick. Feier ich. Ich werde mich auch direkt buffen. Zack. Spezialangriff. Und dann durchnuken. So. Pulverschnee. Sternschauer. Wie viel Schaden macht er? Schade, wir haben keinen Refresh auf Dingster bekommen. Auf Spezialangriff. Leider. Düstrahl, okay. Das war das, was ich meinte. Das kann das Pokémon. Leider kein Freeze. Ist aber nicht schlimm. Oh mein Gott, ein Crit. So, und dann nochmal hier was. Zack, Pulverschnee. Dann ein Gigasauger. Holy shit. Vielleicht wäre ein richtiger Healer doch besser gewesen. Ja, Zappy ist tot. Oh mein Gott. Hä?
Heftig. Und wie geht das? Wow. Meine Taktiken gehen komplett nicht mehr auf. Null. Ich hätte einen normalen Healer mitnehmen müssen. Wow. Wow. Okay. Wow. Die haben nur einen einzigen Crit-Buff gehabt. Crit plus 1 und haben jedes Mal gecrittet. Ich bring keinen Pinsi mit für diese eine Käfer-Stage da am Anfang. Es lohnt sich nicht. Was soll ich sonst mitbringen? Miu? Mit Psychokinese oder was? Oder Zytomega? Oh. Das ist echt ätzend. Ja, ich bring, glaube ich, Zytomega einfach. Das einzige Problem ist jetzt... Danach kommt eine Ghost Stage, die ich wahrscheinlich nicht schaffe. Das heißt, ich sehe den heutigen Tag als leider schon versagt. Krass. Das ist heftig. So, wo ist hier Svaronis? Svaronis, where are you? Da. Ja. Oder will ich sie mitnehmen? Oder doch einfach Glurak vielleicht? Wir machen halt effektiven Schaden gegen die Boss-Stage. Gegen die Geister-Stage nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Zytomega genug Schaden macht. Yo, diese 2 FPS, Mann. Damn. Wie viel Attack hat sie denn? 377, Psychokinese hat 113. Es geht eigentlich. So schlecht ist das gar nicht. Wie viel hat Mio? 180, stimmt, ja. Also so schlecht ist das gar nicht. Und sie kann halt die Leiste wieder füllen. Oh, ich bin so zwiegespalten. Ach komm, wisst ihr was? Wir sind schon einmal einfach drauf losgegangen. Wir gehen ein zweites Mal einfach drauf los. Dann, ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll, also. Ah. Mein Plan ist definitiv nicht aufgegangen. Ich hätte vielleicht mit Mewtwo einfach zweimal buffen sollen. So, langweilt mich bloß nicht. Sternschauer. Physischer Buff. Psychokinese. Dann noch einmal Let's Go. Dann nochmal ein physischer Buff. Oh Gott, das ist ja... Ah. So. Zack. Und dann werde ich mit ihr Sync moven. Und dann wieder Sternschauer. Windstoß. Nice, sehr schön. So, ich werde mit ihr, glaube ich, auch dann gleich buffen nochmal. Dampfwalze. Go.
Plus Sync Move. Ah, okay, okay. Wie Schaden macht das? Es geht. So schlimm ist das auch nicht. Vor allem, da wir jetzt eh Dingens haben. Ein Defense Buff passt das Ganze. Das macht auf jeden Fall schon mal mehr Schaden. So, Mew muss ich erstmal nicht heilen. Weil Mew die Notfallheilung hat. Die haben leider die äußeren weggehauen. Ich hätte doch vielleicht einen Trank benutzen sollen. Ich hätte doch vielleicht einen Trank auf Soraunus benutzen sollen. Bitte überlebt das Soraunus, bitte. Nice, sehr schön, okay. Nice, sehr, sehr schön. Jetzt sollten wir, glaube ich, durchnuken, oder? Safe Call nuken wir jetzt durch, oder? 5k. Nice, sehr schön. Einmal X-Tempo, bitte. Jawohl, ich glaube, das ist es. Irgendwie wurde der geheilt, oder? Sehe ich das gerade richtig? Soraunus ist leider down, aber Soraunus hat auch so gesehen seinen Zweck erfüllt. Von daher. Ich werde mit ihm, mit Mew einen Sync-Move machen. Weil mit Mew haben wir dann Access auf Blizzard. Was ganz gut ist. Den ich auch sofort drücken werde. Nice, ich glaube, das sollte beide KO'en, oder? Nice, sehr schön. Und dann sollte jetzt wieder ein Mon kommen, was Psychoschwäche hat. Omiu dodge das. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das war dann Kevin. Sehr schön. Also Zytomega war definitiv ein guter Backup. Strat. Definitiv ein gutes Ersatz-Pokémon. Mit Mewtwo war es irgendwie unlucky. Weil hätte ich vielleicht einen richtigen Healer genommen. Und hätte den Mew, beziehungsweise Mewtwo dann relativ low gehalten, hätte halt seine Passive reingekickt und wir hätten Machomai, glaube ich, gewone-shottet oder getwo-shottet, eins von beiden. Aber ja, das dazu. Ich werde mal wieder Zusatz-Bonus-Item nehmen, weil Heil-Items, weiß ich nicht, brauchen wir auch nicht. Und wir bekommen, ich glaube, einen Knusprigen. Krümel-Glückskeks. Ich glaube, das sind die Knusprigen. Die Übersetzung ist halt ein bisschen weird. Im Englischen heißen die Crunchy. Das heißt, im Deutschen müsste das knusprig heißen. Wir haben Koop freigeschaltet, okay. Vielleicht ist es auch nicht ein knuspriger und ich bin einfach nur weird. So. Ja. An sich müsste ich jetzt wechseln, weil Zytomega macht hier nicht mehr viel. Ich müsste jetzt so gesehen, glaube ich, einfach meine besten Mon raushauen. Ich hätte gern Olivia noch gespielt für die nächste Stage. Aber ich glaube, das wird nicht mehr. So, dann einmal Pikachu. Danke. Und ich glaube, wir sind mit Mew so low vom Leben her, dass instant die Notfallheilung sich aktiviert, oder? Müsste. Müsste an sich. Wir gehen rein. Müsste an sich. Ich denke da nicht lang nach. An sich müsste es. So, was werde ich machen? Ich glaube, ich werde einen Crit-Buff machen. Obwohl, ich gucke erstmal, heile ich mich instant.
Nein, leider nicht. Leider nicht. Und wir sind dadurch gestorben. Wow. Okay, cool. Cool. Okay, überhaupt nicht übertriebener Schaden. Naja, ich glaube, ich kann jetzt auch wirklich, glaube ich, mich buffen. Komplett. Weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Einfach komplett durchnuken. Ja, Kugelsaat kommt. Zack. Kriegen wir noch einen Proc? Nice, sehr schön. Noch ein Proc. Ja, ich werde jetzt durchnuken, I guess. Nice, sehr schön. Hitzewelle sollte, glaube ich, regeln. Nice, sehr schön. Okay. Haben wir trotzdem noch zwei Stages rausbekommen. Unlucky, ich dachte echt, die Notfallheilung würde reinkicken, sonst hätte ich direkt den Trank geklickt. Aber gut, das ist ja good to know. Good to know, weil ich dachte, es resettet sich nach jedem Kampf. Notfallheilung. Aber anscheinend wohl nicht. Anscheinend wohl nicht. So. Ja, wir haben keine Tränke mehr. Wie viele Slots haben wir noch offen? Zwei? Oder eins? Ein Slot noch. Nehmen wir die Queen oder supporten wir Glurak. Ich glaube, Glurak supporten ist hier vielleicht sogar besser. Mit Sonntag. Aber Pyro wird nie im Leben die Agro nehmen von Glurak und ich habe keine Tränke mehr. Deswegen brauche ich definitiv einen Tankimon, was die Agro nimmt. Und ja, das könnte entweder nur Meganie oder Zwölfins sein. Ich glaube, die Nase von Hakan, die würde da keine Agro nehmen, glaube ich nicht. Die bessere Option wäre, glaube ich, tatsächlich Lyra. Ja. Wenn eine AOE-Attacke kommt von Anfang an, sind wir tot. Maske Regen kann AOE, das linke Mon kann AOE und die können alle AOE. Wir können alle eine AOE-Attacke. Das heißt, ich glaube tatsächlich, Lyra ist hier nicht der Play, weil die alle eine AOE-Attacke können. Ich glaube, ich bring Cognodon. Obwohl, das ist mein letzter Slot. Nee, ich muss Olivia bringen. Das ist mein letzter Slot. Ich muss Olivia bringen und mich einfach auf Olivia fokussen. Olivia so schnell wie möglich hochkriegen und dann versuchen, entweder die Seiten oder die Mitte rauszunehmen. Mach vielleicht. Maskeregen droppt halt den Spezialangriff. Das ist relativ egal. Links, Pudox. Kann vielleicht, keine Ahnung, Schlafpuder, Stachelspur oder so. Aber das haben wir bis jetzt noch nie in der Villa gesehen. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich Flugattacken machen oder so. Ich weiß nicht, was für Moveset es hat, weil wir das Mon ja, glaube ich, noch nicht im Masters haben. Flügelschlag, Windstoß, keine Ahnung, Kreideschrei oder so, rechts kann, weiß es nicht. Wir gehen einfach rein, ich fokussiere mich auf Olivia, den Rest werde ich, glaube ich, ignorieren von Glurak, je nachdem, wie die jetzt spielen. Schauen wir mal, ich werde mich erst mit Olivia buffen,
Und dann je nachdem, was die machen, werde ich dann mit Rot entweder mich auch buffen oder nicht. Käfertrutz, ja. Wir haben es sogar mit Red überlebt. Krass. Und er macht einen Single-Target-Move. Ehrenhaft. Ehrenhaft. So, ich werde mit Pikachu aber unsere Leiste füllen. Wir wurden leider... Leider Gottes... Wurden wir umklammert. So. Ja, die Stage, die geht an sich. Die ist jetzt nicht wirklich hart. So, zack. Düstral. Okay, sehr viel Single-Target-Damage. Relativ wenig AOE-Damage. Und wir haben einen Burn, aber der Burn bringt uns, glaube ich, eher weniger was. Plage kommt wieder. Wir sterben nach dieser Plage, glaube ich, an der Umklammerung. Wenn nicht, dann eh jetzt an dem Sync-Move. Zack. Naja, okay. Er ist ja so gut wie down. Als ob Pikachu überlebt hätte. Das hat an Pikachu einfach keinen Schaden gemacht. Come on, Pikachu! Ist er jetzt gestorben? Nee. Wait, what? Er ist durch Recall gestorben, aber ist nicht gestorben, weil wir vorher gestorben sind. Ist er jetzt im nächsten Fight tot? Oder hat er einfach ein HP im nächsten Fight? Ah. Okay, unlucky am Anfang. Dieses Lunastein. Ey, die Stufe 19 ist meine Hassebene. Aber wir haben 2,5 Stages wieder geschafft heute. Das ist an sich ganz gut. Ziel war eh Maximum bis zu Krista zu kommen. Ich dachte mir, 21, 22, 23 sind Free Loot. Es ist ja auch an sich unlucky einfach. Und ja, bei Kevin. Ja, okay. Na gut, whatever. Es ist, was es ist. Ebene 22, ist der jetzt tot, oder? Nee, der hat einfach 1 HP. Okay, ja gut. Dann werden wir ihn morgen, denke ich, One-Shotten mit der Olivia, beziehungsweise nee, ich werde Olivia nicht nehmen, ich werde morgen direkt von an... Wir haben noch Zytomega. Stimmt ja, wir haben ja noch Zytomega. Die kann ihn auf jeden Fall klatschen. Safe Call. So, gehen wir rein, habe ich ja komplett vergessen. Aber ja, das heißt, morgen werde ich direkt Gewaldro mitnehmen für die nächste Stage. Ja, vielleicht... Schaffen wir dann morgen Krista, wäre sick. Und dann haben wir noch 25, die letzte Stage übrig. So, ich mache direkt eine Kraftreserve. Da kenne ich nichts. Schade. Schade, dass es so wenig Schaden macht. Aber die machen uns auch keinen Schaden. Ich finde es irgendwie weird, dass wir ein Dingens nicht resisten, einen Zystrahl. Oh, sehr schöner Crit. Aber hat mit 1 KP mal wieder überlebt. Schade. Egal. So, das heißt, morgen ist definitiv die Stage dann mit Gewaldro Free Loot. Safe Call. Da kann ich auch Mew bringen. Einfach Sternschauer. Und Blättersturm. Links dann. Und ich glaube, das reicht. Ich denke schon, ja. Okay. 2,5 Stages heute gemacht. Morgen ist Ziel Krista. Am besten Krista vielleicht besiegen. Und dann stehen wir übermorgen gegen Distmar an. Das wäre sehr sick. Ja, okay. Ja, okay. Das war's dann wieder mit der heutigen Battle Villa. Und wenn wir das diese Woche alles fertig haben, dann werden wir, denke ich, am Wochenende oder nächste Woche den Koop starten. Und dann sind wir auch durch. Ja, okay. Daumen nach oben, wem es trotzdem gefallen hat. Vielleicht für mein Leiden, I don't know. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge der Battle Villa wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.